Hallo mein Lieber, willkommen zurück. Ich bin Jan. Schön, dass du da bist. In diesem Video soll es mal darum gehen, was sind denn die fünf größten Fehler, die immer wieder beim Abnehmen gemacht werden, die einfach nicht rausgehen, die immer wieder passieren. Ich habe versucht, die mal zusammenzutragen. Du kannst ja mal schauen, welchen du davon oder welche du davon immer wieder begehst. Wir hoffen, dass es anders wird. Ich starte einfach mal. Das aus meiner Sicht wichtigste Thema ist, kein klares Ziel zu haben. Und wenn ich meine, kein klares Ziel zu haben, dann meine ich nicht irgendeine Anzahl von Gewicht oder Kilo, sondern ich meine dein tieferes Warum. Was meine ich damit? Wenn du kein tiefes Warum hast, wenn du kein klares Ziel hast, keinen klaren Nordstern hast, dann ist potenziell jeder Weg falsch. Ein starkes Warum ist zum Beispiel, ja, okay, du willst auf der Waage weniger wiegen. Okay, aber warum denn? Okay, ich will weniger, aber warum denn? Nein, was du willst ist, du willst wahrscheinlich irgendwie gesünder werden und du hast wahrscheinlich irgendwann in deinem Leben noch irgendwas vor. Und es ist gut, das mal aufzuschreiben, weil es ist Beispiel. Ein starkes Warum, finde ich, ist zum Beispiel mein Warum. Mein Warum ist, ich möchte auf dem 50. Geburtstag meiner ältesten erstgeborenen Tochter ihr den Tanz anbieten können. Das ist ein klares Ziel, das ist ein starkes Bild, das schreibst du auf, das visualisierst du. Ich wäre dann 84 und hätte 62 Jahre Typ 2 Diabetes auf dem Papier. Das ist ein starkes Warum, das ist ein starkes Ziel. Was ich dabei wiege, ist mir scheißegal. Also nicht ganz egal, sondern ne, es ist natürlich Bestform, klar. Ja, weil es zahlt halt einfach auf mein starkes Warum ein. Was ist deins? Was ist deins? Anderes Beispiel. Ein Mann im Coaching zum Beispiel hat stark Übergewicht, Arthrose, komplette Programm. Sein Warum ist zum Beispiel, mit seiner Tochter, wenn die größer ist, Skifahren zu können. Ist ein starkes Warum. Zum Beispiel. Gibt es ganz viele Beispiele. Ein anderer Mann möchte mit seinem Sohn, wenn er erwachsen ist, mal auf den Kilimandscharo steigen. Das ist ein starkes Warum. Verstehst du, was ist denn hinter deiner Kiloanzahl? Was ist denn dein Warum, was dich wirklich emotional abholt, dich antreibt, dich inspiriert, nicht nur motiviert, sondern inspiriert? Was ist es bei dir? Schreib's dir auf, hängst dir irgendwo hin, wo du jeden Tag draufglotzt. Punkt 1. Punkt 2 ist, was immer wieder als Fehler gemacht wird, du wiederholst ständig das, wovon du weißt, dass es langfristig nicht funktioniert. Meistens werden die Mythen dabei zu Rande gezogen. Ne? Hier gibt es ein großes Video, mehrere Videos, was sich mit den Mythen des Abnehmens ne, beschäftigt. Der Beweis, dass es so ist, wird ja immer wieder neu erbracht da draußen, weil funktioniert ja nicht. Übergewicht ist das neue Normal. Abgenommen hast du vielleicht auch schon ein paar Mal gehalten, hast es nicht. Ne? Woran liegst du? Wiederholst die Mythen. Kaloriendefizit, viel Sport, Verzicht, Hunger, FDH, keine Ahnung, was du da machst. Funktioniert nachweislich nicht. Aber es wird immer und immer wiederholt. Einstein hat gesagt, das ist die reinste Form des Wahnsinns, immer wieder dasselbe zu tun, anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist Fehler Nummer 2. Klare Sache. Fehler Nummer 3 ist, du darfst das Thema Gesundheit und Übergewicht als Lebensthema anerkennen. Und nicht als ein Thema, weil da mache ich jetzt mal 6 Monate und dann bin ich damit fertig und dann ist das vorbei. Riesenfehler, der immer wieder gemacht wird. Nein, das ist ein Lebensthema. Und natürlich geht es darum, in irgendeiner Weise immer am Ball zu bleiben. Ist doch total bescheuert. Ne? Du bist mit deinem Körper unzufrieden, meldest dich im Fitnessstudio an, nach 6 Wochen, 6 Monaten stehst du vor dem Spiegel und sagst, ja, den Körper wollte ich immer haben, gehst du doch auch nicht vorne an die Theke, meldest dich dann ab. Nein, du wirst es in irgendeiner Weise wirst du es erhalten. Du wirst es irgendwie bespielen. Und darum geht es auch bei einer Sportart. Wenn du die adäquat ausführen willst, die Sportart, dann musst du wenigstens ab und zu mal ein bisschen zum Training gehen. Und genau darum geht's. Genau darum geht's. So ist zum Beispiel ein Coaching aufgebaut. Es gibt am Anfang eben eine Interventionsphase, da wird einfach das Ziel eben erreicht. Und danach gibt es einfach einen Modus, in dem das Ziel gepflegt wird. So sind die Männer nachhaltig erfolgreich, bleiben nachhaltig schlank. Ist es nicht vorbei? Ja, es ist nie vorbei, ne? Und darum geht's. Ja, es wird leichter mit der Zeit, es wird cooler, es wird entspannter. Du musst dir heute im Auto auch nicht mehr überlegen, so jetzt 3. Gang, Kupplung, kannst du auch von selbst. Und darum geht's. Aber warum? Weil du es oft und lang gemacht hast. Deswegen ist es selbstverständlich und auch anstrengungslos. Das ist der Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4, Riesenfehler, zu glauben, es hängt nur mit der Ernährung zusammen. Das ist Quatsch. Es kommen viel zu viele Fragen über das Thema Ernährung. Ja? Ich weiß, das liegt nahe, aber die Ernährung ist natürlich ein wichtiger Bestandteil. Aber Übergewicht ist so unglaublich multifaktoriell.
dass nur die Betrachtung von Ernährung absolut zum Scheitern verurteilt ist. Weißt du doch selbst, du hast doch selber alle möglichen Diäten, Ernährungsformen, Interventionen in dem Bereich ausprobiert. Hat doch nicht nachhaltig funktioniert und scheiße war es auch. Also hat er nicht funktioniert. Das heißt auch, die Erkenntnis, nur auf die Ernährung zu gucken, funktioniert nicht. Das Thema ist zu komplex, zu multifaktoriell. Die Zahlen geben es her, nur einer von 20 schafft es wirklich nachhaltig. Komme ich zum Punkt 5, nur einer von 20 schafft es wirklich nachhaltig. Was macht der auch nochmal anders als alle anderen? Genau, Punkt 5 ist, du versuchst es alleine. Du versuchst es alleine und das ist ein Riesenfehler. Klar ist auch, die Erfahrung zeigt auch, Abnehmen ist Teamsport. Die großen Herausforderungen im Leben haben wir Männer immer noch in der Gruppe gelöst. Egal, ob es darum ging, Mammut zu erlegen, ein Dorf zu errichten, ein Dorf zu verteidigen, scheißegal, die größten Themen, das haben wir eben gesehen, es ist ein Lebensthema, es ist ein Riesenthema. Weißt du selbst, sonst hättest du das Problem schon gelöst. Hör auf, es alleine zu versuchen. Verbinde dich mit anderen Männern. Idealerweise, such, ob ich das jetzt bin, dann nicht. Ja, natürlich gerne ich, ja, aber du brauchst außerdem, abgesehen von Gleichgesinnten, die das gleiche Problem haben wie du, in denen du dich erkennen kannst, brauchst du einen Coach, du brauchst einen Mentor, der den Weg, den du noch gehen willst, schon gegangen ist. Den brauchst du. Und nicht irgendeinen 24-jährigen Waschbrettbauchtyp, der noch nie selber dick gewesen ist. Machen wir uns nichts vor, aber zu dem wirst du wahrscheinlich auch nicht gehen. Das sind meine Top 5, wenn es darum geht, was sind die großen Fehler, die immer wieder wiederholt werden. Dann sind es die. Wenn du dich in einem oder anderen Punkt wiedererkennst, dann freut mich das, weil dann konnte ich dich dabei unterstützen, ja, was du halt einfach alles auf dem Schirm haben musst, wenn du erfolgreich, nachhaltig, entspannt abnehmen willst. Willst du, dass ich dir dabei helfe? Willst du das nicht alleine machen? Bist du auf der Suche nach gleichgesinnten Männern mit einem echten Veränderungswunsch? Dann bist du soweit, dass du dich bei mir für ein kostenloses Erstgespräch eintragen kannst. Der Link ist unten in der Infobox. Und ansonsten freue ich mich, wenn das Video dir gefallen hat und wenn es dir weiterhilft. Ich freue mich natürlich auf Abonnieren, ich freue mich über Liken, ich freue mich über Teilen. Das unterstützt mich in meiner Arbeit, es macht mir Spaß. Und ich wünsche dir einfach eine gute Zeit und mach's Beste draus. Bis dahin, dein Jan.